Das spanische Innenministerium hat dieses Video von einem großen Modellflugzeug veröffentlicht. Es soll möglicherweise einen Übungsflug für einen Terroranschlag aus der Luft zeigen. Von einem Einkaufszentrum als potenziell geplantem Anschlagsort ist die Rede. Gefunden wurden die Aufnahmen, den Behördenangaben zufolge, bei der Festnahme von zwei Tschetschenen und einem Türken, die Kontakt zum islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida haben sollen. Gleichzeitig veröffentlichte das Ministerium Fotos von unterirdischen Verstecken, in denen möglicherweise Sprengstoff gelagert werden sollte. Der Testflug soll in Gibraltar stattgefunden haben, so das spanische Innenministerium. An dem Flieger sei ein Paket befestigt gewesen, das von der Luft aus abgeworfen wurde. Schließlich rennt ein Mann in Richtung der Abwurfstelle.